An einem kalten Morgen sah ich vor der Schule ein paar Kinder, die liebevoll miteinander spielten. Und so denke ich zurück an die Geschichte von dem Weihnachtsmann und dem kleinen, kranken Jungen. Weit von uns entfernt, da lebte der 5-jährige Junge. Von seinem Krankenzimmer aus wollte er sich immer wieder die Lichter der Weihnachtszeit ansehen. Sie waren für ihn das Zeichen der Hoffnung, denn er wusste, dass er bald zum lieben Gott reisen muss. Der Junge hatte aber einen heimlichen Traum, noch ein letztes Mal den Weihnachtsmann zu sehen. Als seine Pflegerin, die sich bei Tag und Nacht um ihn kümmerte, diesen Wunsch hörte, machte sie sich auf den Weg, den liebsten Weihnachtsmann zu finden. Draußen war es kalt und es hatte viel geschneit. An diesem selben Abend wollte der kleine Mann noch mit letzter Kraft die 4. Kerze seines Adventskranzes anzünden. Papa und Mama halfen ihm, diesen Weihnachtszauber zu erleben. Man hätte den Jungen sehen sollen. Er war so glücklich, als in seinen Augen alle Kerzen anfingen zu funkeln. Auch draußen war zu dieser Zeit der Himmel von Sternen beleuchtet. Es war schon spät am Abend und Zeit für ihn, ins Bett zu gehen. Er sprach sein Gebet zum lieben Gott, um sich bei ihm für diesen schönen Tag zu bedanken. Als seine Eltern ihn umarmten, ging die Tür auf. Der Weihnachtsmann stand in seinem Zimmer. "Hallo", sagte der Weihnachtsmann zu ihm. "Ich habe gehört, du wirst Weihnachten verpassen. Das kann ja gar nicht sein, denn du bist mein Helfer Nummer 1. "Bin ich das wirklich?", fragte der Junge. "Sicher", sagte der Weihnachtsmann. "Weißt du", sagte der Junge, "sie sagen alle hier, dass ich bald sterben werde. Ich will aber gar nicht sterben und meine Eltern alleine lassen." Der Weihnachtsmann musste lange überlegen, was er dem Jungen zur Antwort geben könnte, und so fragte er ihn: "Kannst du mir einen großen Gefallen tun?" "Sicher", sagte der Junge ganz neugierig. "Wenn du an der Himmelstür ankommst, sag den Engeln, dass du vom Weihnachtsmann der Helfer Nummer 1 bist, und sie werden dich reinlassen." "Werden sie?", fragte der Junge. "Sicher", antwortete der Weihnachtsmann und nahm den Jungen in seine Arme. Er drückte ihn fest an sich und gab ihm diese Wärme, die er sich so erhoffte. Da hatte der Kleine noch eine Frage: "Weihnachtsmann, kannst du mir helfen?" Aber bevor er antworten konnte, starb der Junge in seinen Armen. Verzweifelt und mit Tränen im Gesicht fuhr er nach Hause und war von diesem Moment so erschüttert. Er konnte nicht verstehen, warum er, der Weihnachtsmann, dem Kind nicht helfen konnte. Und noch an diesem Abend versprach er sich, nie mehr ein Weihnachtsmann zu sein. Ein Jahr später, als man ihn wieder fragte, die Rolle des Weihnachtsmannes zu spielen, musste er immer wieder an den verstorbenen Jungen denken, der jetzt doch droben beim lieben Gott ist. Er schaute zu den Sternen hinauf und da wusste er, dass er seine Aufgabe als Weihnachtsmann wieder aufnehmen muss. Ein größeres Geschenk hätte er dem Kleinen nicht machen können. Diese wahre Geschichte sollte uns alle nachdenklich machen.